Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Sie sind ja immer noch da. Ich dachte, dass er vielleicht aufwachen würde, aber ich muss jetzt leider zum Dienst. Wenn sich sein Zustand verändern sollte, werde ich Sie umgehend anrufen. Ihre Nummer habe ich ja. Danke. Papiere sind endlich fertig. Jetzt steht eine Abreise ja wohl nichts mehr im Weg, ne? Jürgensen? Dieser Dreckskerl. Alter. Was gibt's, Helge? Seid ihr vor Ort? Ja, was denn los? Da ist ein Verrückter auf dem Weg zu euch, der ist scharf auf eure Beute. Macht euch lieber vom Acker. Und zwar fix, der Mann ist bewaffnet. Lukas! Komm rauf und beeil dich! Wir müssen weg! Was ist los? We'll be right back.
Ludwig. Ich schicke ihn dir in einer Woche vorbei. Du wirst sehen, der Junge ist in Ordnung. Okay, mach ich. Tschüss. Du hast gehört. In einer Woche kann dein Bruder auf der Werft beginnen. Oh, herzlichen Dank, Wolfgang. Dass er mir keinen Blödsinn macht. Ach, Quatsch. Sven wird sich mit Sicherheit unheimlich freuen. Gibt's was Neues von Elas? Nein, das war nicht, Holger. Ich war vor einer Stunde im Krankenhaus. Ich habe mit der Ärztin gesprochen. Sein Zustand ist noch immer unverändert. Solltest du nicht oben sein? Beide vor, beide zurück, beide stopp. Mein Gott, der kriegt noch nicht mal einen vernünftigen Satz raus. Immer nur Kommandos. Der junge Herr ist eben keine Plaudertasche. Die haben den Elas schon längst abgeschrieben. Sander. Ach, du bist. Nein, natürlich freue ich mich, dass du anrufst, Clara. Hör mal, sorry wegen gestern, aber die machen es mir nicht gerade leicht. Elas hier, Elas da. Ich habe ihn ja schließlich nicht über Bord geworfen. Verdammt nochmal, Lukas, jetzt halt endlich an! Was zum Teufel wollte der Typ von uns? Wo soll ich das wissen? Wenn mir so ein Typ mit der Knarre voll in der Hase rumfuchtelt, glaubst du, ich frag dann lang nach? Der wollte uns umbringen! Was tust du da? Wir fahren zurück. Was ist, wenn der Typ noch da ist? Klar, der schwimmt da gemütlich rum und wartet auf uns. Wir brauchen den Stert. Ich will nicht, dass jemand weiß, wo wir getaucht sind. Wir fahren nicht zurück! Warte mal, wir haben gestoppt. Hör mal, ich muss aufhören. Lilly, mach bitte das Schlauchboot klar. Jan soll dir bei der Bergung helfen. Mach ich. Wieso haben wir gestoppt? Ein herrenloser Stert. Hat sich bestimmt von einem Schleppnetz gelöst. Das nächste Mal informieren Sie mich sofort. Ich glaube, mit einem abgerissenen Stert wären wir noch alleine fertig, Kapitän Sander. Das ist mir schon klar. Ich will aber trotzdem informiert werden. Ich helfe Lilly mal beim Schlauchboot. Gut. Also Kapitän Elas hätte... Interessiert mich nicht. Verdammte Scheiße! Was machen die denn da? Na was wohl, die fischen unseren Stert auf. Was tun wir jetzt? Wir fahren zu Hilge. Er muss uns mal ein paar Fragen beantworten. Kannst du mal helfen? Das ist auf mich dann in den Magen. Und, Norge? Und? Sehen Sie doch. Schon ein Hinweis auf die Identität? Hatte nichts bei sich. Also jede Menge Tattoos. Und das sieht aus wie eine alte Schussverletzung. Stimmt. Scheint nicht sehr beliebt gewesen zu sein. Nostra? Cosa Nostra, die Mafia? Legio Patria Nostra. Das ist Latein. Unsere Heimat ist die Legion. Mag jemand eine Banane? Die müssen weg. Ach Mensch, Bananen. Klasse. Danke. Das ist der Leitsport der französischen Fremdenlegion. Was macht ein Fremdenlegionär im Schleppnetz mit Harpune im Bauch in der Ostsee? Nee, den beiden Anfängern traue ich nicht. Mensch, nimm dir einfach frei, mach einen auf krank oder irgendwas. Ich kann hier nicht länger warten. Nein, verdammt. Ich habe mir geschworen, nie wieder da runter zu gehen. Ein Herzanfall unter Wasser reicht mir. Also komm, lass mich nicht hängen, schwing deinen Arsch her und zwar fix. Ach, die Jugend, na, alles frisch im Schritt. Was sollte das?
Was war das für ein Spinner, den du uns auf den Hals gehetzt hast? Ja, nur reg dich mal ab. Ich hatte doch selber keine Ahnung, was das für ein Spinner ist. Außerdem habe ich euch doch gewarnt und offensichtlich seid ihr gut damit klargekommen. Also, was habt ihr Schönes für mich? Hä? Was ist das Letzte? Mich anfassen, Junge. Ist doch nicht meine Schuld, wenn ihr überall rumquatscht, was ihr da draußen treibt. Ja, sehr schön, ausgezeichnet. Muss ich nur noch ein bisschen sauber machen, dann geht das. Gut. Ja, wartet kurz hier. Ich habe das Geld auf der Yacht. Ich traue Helge nicht. Wir sollten uns einen anderen Abnehmer für das Zeug suchen. Das garantiert mehr Wert, als wir von dem bekommen. Mann, ich traue dem auch nicht, aber bisher haben wir doch ganz gut an ihm verdient. Der zieht uns über den Tisch. Such einen anderen Abnehmer. Guck mal hier. Schätze in der Ostsee. Hier, für euch. Und macht mal ein Weilchen Pause, bis der Verrückte verschwunden ist. 500, ist das alles? Naja, ich habe natürlich meine Gefahrenzulage schon abgezogen. Komm schon, Lukas. Firma dankt. Sie checken die Vermisstendatei und ich kontaktiere das BKA, ob sie unsere Leiche anhand der Körpermerkmale identifizieren können. Unser Fremdenlegionär hat anscheinend eine bewegte Vergangenheit. Vielleicht wird er sogar international gesucht. Kapitän Sander, ich wollte mich nur für die Freistunden bedanken. Ich kann es kaum erwarten, meinem Bruder die tolle Nachricht zu überbringen. Das bleibt aber eine Ausnahme und in 2 Stunden erwarte ich Sie wieder zurück. All. Schnell, Reanimation! Achtung, weg! Nochmal, und? Der Stert wurde vom Netz gekappt. Vielleicht vom Mörder. Dann sollten wir rausfinden, wem das Netz gehört. Über einen Hersteller lassen sich die Käufer ermitteln. Unterbauer? Ich komme sofort. Was mit Elas? Er ist kollabiert. Sein Herz ist stehen geblieben. Er hängt wieder an der Herz-Lungen-Maschine. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Sag den anderen Bescheid. Okay. Hey Lukas, ist mein Bruder da? Lilly, was machst du denn hier? Ich hab eine Überraschung für dich. Was? Ärger? Sollen wir mit der alten Geschichte aufhören oder soll ich mir die bis zum Ende meines Lebens anhören? Hier. Mit persönlicher Empfehlung. Bewerbungsgespräch ist nächste Woche. Hamburg? Auf der Werft? Was soll ich denn da? Ich hab Arbeit. Bist du denn hier auf der Charlotte oder was? Du willst doch nicht ewig auf diesem ollen Kahn als Hilfsarbeiter rumtuckern. Du brauchst eine richtige Ausbildung. Blödsinn. Ich bleib eh nicht hier. Wir gehen nach Australien und machen da eine Tauchschule auf. Stimmt's, Lukas? Lukas kann doch gar nicht tauchen. Dafür kann ich super kochen. Känguru-Steak vom Feinsten. Dafür braucht man Geld. Schon mal drüber nachgedacht? Ich hab dich nicht um einen Job gebeten. Glaubst du im Ernst, du tauchst hier mit einer Telefonnummer auf und alles wird gut? Halt dich aus meinem Leben raus, ich krieg das alleine geregelt. Und jetzt zieh ab, Lilly, ich hab zu tun. Vielleicht schicke ich dir ja mal eine Karte vom Barrier Reef. Rufen Sie mich an, wenn Sie was über das Netz rausgefunden haben. Kapitän Ehlers Zustand hat sich verschlechtert. Unterbauer ist schon unterwegs zu ihm. Die Überprüfung der Vermisstendatei war negativ. Aber das BKA hat mir eine Liste aller auffällig gewordenen Fremdenlegionäre hier aus der Gegend zugefaxt. Und haben Sie was rausgefunden? Ich glaube schon, hier. Klaus Hilge, vorbestraft wegen Diebstahl und Betrug, zuletzt wohnhaft in Lübeck. Den könnte ich doch mal besuchen. Das ist eine gute Idee. Thank you.
scheinbar gebrauchte Netze. Dem gehört die Charlotte da drüben. Das wurde letztes Jahr von seinem Vater geerbt. Der war ein alter Seebär, ganz anders als sein Sohn. Weiß auch nicht, warum er das Boot behalten hat. Zum Fischen hat er jedenfalls kein Talent. Braucht man Ausdauer und Geduld. Und davon hat Lukas nicht das Geringste. Gut, danke für den Tipp. Lane? Na, ich brauch sowas wie ein Draht oder so. Sven? Lukas Hermann? Das bin ich. Probleme mit der Winde? Ja, die hat sich verklemmt. Wir haben einen Stert gefunden. Trieb auf offener See herum. Doch, ja, das könnte unserer sein. Ist uns wegen der kaputten Winde abgerissen heute Nacht. Der ganze Fang ist uns verloren gegangen. Der Fang war ein Toter mit einer Harpune im Bauch. In unserem Stert? Das lässt sich ja leicht überprüfen. Darf ich? Offenbar war es euer Stert. Aber es ist nicht abgerissen, sondern wurde gekappt. Ja, ich musste es kappen wegen der Winde. Ach, jetzt doch. Ich schlag vor, ihr zwei begleitet mich mal. Hey Mona. Hallo. Sag mal, weißt du, wo Wolfgang ist? Ja, der ist bei Elas im Krankenhaus. Sein Zustand hat sich wieder verschlechtert. Ja, dann kann ich ihn jetzt wohl nicht gerade stören. Ist alles okay bei dir? Die Schusswunden, die müssen mindestens 10 Jahre alt sein. Morgen. Morgen. Er hat eine Prellung am Kopf, aber die ist frisch. Todeszeitpunkt? Zwischen 6 und 8. Hat er Wasser in der Lunge? Nein. Okay, das heißt also, er war schon tot, bevor man ihn ins Wasser geworfen hat. Ja. Was mit der Mordwaffe? Da bin ich doch dran. Wie ist eigentlich Ihre Familienangelegenheit ausgegangen? Familie kann manchmal ganz schön schwierig sein. Sven? Was machst du denn hier? Lars, du kennst ihn? Ja, das ist mein Bruder. Aha. Und? Kennen Sie ihn? Ich? Warum? Sollte ich? Treppenlegion? Ach so. Er ist verdammt lang her. Aber ich würde jeden einzelnen Kameraden von damals sofort wiedererkennen. Der hier war nicht in meiner Einheit. Oder er kam nach mir zur Truppe. Tja, damals macht den Krieg, heute in Schiffswracks. Ist weniger nervenaufreibend. Und nicht sehr lukrativ. Ach, wissen Sie, ich brauche nicht mehr so viel. Wo haben Sie den denn gefunden? In der Ostsee. Mit einer Harpune im Bauch. Tja, dem sein Tag war auch versaut, was? Also, wenn Ihnen noch was einfallen sollte? Schon klar, aber ich fürchte, ich kann Ihnen da wirklich nicht weiterhelfen. Trotzdem, vielen Dank und schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. Was hast du mit dem Mord zu tun? Nichts? Typisch, dass du mir wieder was anhängen willst. Ich will dir überhaupt gar nichts anhängen. Ach nein, Frau Polizistin? Nein, ich will einfach nur wissen, was du mit diesem verdammten Mord zu tun nichts hast. Nichts hab ich damit zu tun. So, jetzt reicht's aber. Guten Morgen, Carlson. Sie kümmern sich um die Harpune und jetzt raus hier. Lilly, warte doch. Du tust ja gerade so, als ob du damals Fahrerflucht begangen hättest. Das stimmt doch gar nicht. Es geht darum, dass er mir niemals verziehen hat, dass er damals wegen mir verurteilt worden ist. Ist er nicht. Er ist damals verurteilt worden, weil du ihm kein falsches Alibi liefern wolltest. Du hast einfach nur die Wahrheit gesagt. Sven muss die Verantwortung für seine Taten selbst übernehmen. Lass ihn los.
Er muss wissen, wie er leben will. Hier geht's aber nicht um Fahrerflucht, hier geht's um Mord. Jungs, eure Aussagen sind ziemlich widersprüchlich. Der kommt Ihnen also nicht bekannt vor, hm? Fakt ist aber, dass wir ihn tot in Ihrem Netz gefunden haben. Die Frage ist also, wie kommt er da rein? Hören Sie, ich kann mich nur wiederholen. Als ich den Stert gekappt habe, war da kein Toter drin. Aber irgendwas müssen Sie gesehen haben. Ein anderes Boot oder ein Frachter. Oder vielleicht war der Typ sogar auf Ihrem Boot. Kalle, hi. Ich bin gerade im Verhör. Wir haben in dem Gebiet gefischt, ja, aber da war niemand. Sind Sie da ganz sicher? Denn wenn er auf Ihrem Boot gewesen ist, dann hat er bestimmt Fingerabdrücke hinterlassen. Ich könnte mal die Spurensicherung vorbeischicken. Das können Sie ja gerne machen. Ja, okay, sag ich. Sie können uns gerne wegen dem blöden Stern belangen, aber einen Mord hängen Sie uns nicht an. Ja, alles klar, Kalle, danke. Der Mann ist flüchtig. Schneidewind hat den Pass von unserem Toten auf seinem Gelände gefunden. Kuba und die Spurensicherung sind informiert. Ich kümmere mich darum, wenn ich hier fertig bin. Besitzt einer von Ihnen eine Harpune? Also ich nicht. Wieso sollte ich? Ich fische seit jeher nur mit Schleppnetzen. Sagt euch der Name Klaus Hilge was? Noch nie gehört, wer soll das sein? Ich auch nicht. Sind wir jetzt verhaftet oder können wir gehen? Sie können gehen, aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Und in Zukunft lassen Sie Ihre Netze nicht auf offener See rumtreiben. Übrigens, wenn Sie mich angelogen haben, dann finde ich das raus. Die waren da draußen ganz bestimmt nicht zum Fischen. Ich weiß, aber unser Gefühl reicht nicht für eine Durchsuchung. Man hat sie umgebracht. Sag mal, spinnst du jetzt? Ich habe die Harpune gefunden, bei uns im Steuerhaus. Was für eine Harpune? Und? Der Pass hier ist eine Fälschung. Das macht nichts. Das BKA hat ihn inzwischen identifiziert. Der Tote hieß Henrik Jörgensen und bei denen hat er zwei Polizisten erschossen. Im Übrigen hatten sie mit ihrer Vermutung recht. Die beiden waren Ligoniers Freunde und Hilge hat ihm Unterschlupf gewährt. Vielleicht ist Hilge unser Mörder. Militari aus alten Schiffwracks? Hat er damit Geschäfte gemacht? Sieht ganz danach aus. Könnte es sein, dass Hilge ein Wrackplünderer ist? Das würde auch hier all die Bücher erklären. Flugzeuge und Schiffe im Dritten Reich. Polenfeldzug. Kriegstagebücher. Vielleicht haben Hilge und Jörgensen zusammengearbeitet. Das wäre möglich. Und dann haben die beiden da draußen irgendwas entdeckt, was ein Mord wert ist. Nur was? Sven? Die Harpune zu euch aufs Boot. Spionierst du mir jetzt auch noch nach, ja? Habt ihr den Jörgensen umgebracht? Sven, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Das ist nicht unsere Harpune, ehrlich. Das werden meine Kollegen klären. Du reißt uns dann nicht mit rein! Dein Bruder ist auf Bewährung. Willst du, dass er diesmal wirklich ins Gefängnis kommt? Jetzt warte doch mal, Lilly. Lass uns reden. Worüber denn noch, hä? Worüber? Wenn es Notwehr war, können Sie irgendwas sagen? Verdammt, ja, ich war tauchen, aber ich weiß verdammt noch mal nicht, was währenddessen oben an Deck passiert ist. Also war der Typ doch bei euch? Lukas hat erzählt, dass der Irre versucht hat, ihn zu erschießen. Deshalb hat er ihn über Bord gestoßen. Aber er schwört, dass der Mann da noch gelebt hat. Und, glaubst du ihm? Lukas ist mein bester Freund. Ja, toller Freund. Dein Freund hat wahrscheinlich jemanden umgebracht. Das glaube ich nicht. Ich kenne Lukas. Ich
dachte auch, dass ich dich kennen würde. Was ist, wenn du dich irrst? Wenn er es wirklich war, dann kriege ich die Wahrheit aus ihm heraus und bringe ihn dazu, sich freiwillig zu stellen. Aber dann lass mich erst mit ihm reden. Bitte, Lilly. Vertrau mir wenigstens einmal. Das kann ich nicht machen. Na los, dann geh doch. Was anderes habe ich von dir auch nicht erwartet. Wow. Das rechnen deine Kollegen dir sicher hoch an, wenn du deinen eigenen Bruder ans Messer lieferst. Okay, mach das unter euch aus. Ich gebe dir Zeit bis morgen früh um 8 und dann gehst du zur Polizei. Oder wir gehen zur Polizei oder wie auch immer. Und die Harpune? Die behalte ich so lange. 8 Uhr. 8 Uhr. Enttäusch mich nicht. Pass mal auf, mir reicht es langsam. Ich hab dir x-mal erklärt, dass ich den Typen nur ins Wasser gestoßen habe. Und diese Harpune habe ich noch nie vorher gesehen. Dann lass uns zur Polizei gehen. Ja klar, weil die uns glauben. Nicht mal deine Schwester glaubt uns. Und wie soll ich beweisen, dass es Notwehr war? Du Idiot, hast die Pistole über Bord geschmissen. Und wie kommt dann die Harpune bei uns an Bord? Wenn da deine Fingerabdrücke drauf sind. Sind sie nicht, es sind deine drauf. Mann! Vielleicht war es Helge. Die hat die bei uns versteckt, während wir bei ihm waren. Und wo ist eigentlich das Boot von diesem anderen Typen? Die Küstenwache hat es nicht gefunden. Irgendjemand muss das weggeschafft haben. Du hast es doch auch gesehen. Überleg doch mal. Jemand muss nach uns an der Wrackstelle gewesen sein. Genau das müssen wir der Polizei erzählen. Das kannst du gerne tun. Ich habe keine Lust, die nächsten 20 Jahre hinter Gittern zu verbringen. Was zum Teufel hast du da draußen gesucht? Da unten muss ein Vermögen liegen. Das wartet nur darauf, dass wir das holen. Wenn du es schon nicht für die Kohle machst, dann tu es wenigstens für deinen alten Kameraden Helge. Okay, okay. Ich hab's verstanden, du lässt mich im Stich. Fahr zur Hölle, leck mich am Arsch. Kampfsport? Gegen sie hatte ich trotzdem keine Chance. Was machen Sie eigentlich, Jürgens? Ist doch noch fast Nacht. Schlafstörung? Nicht weniger als Sie. Nee, normalerweise schlafe ich um die Zeit. Ich wollte nur über was nachdenken. Das sind ja die Sachen, die Schneidewind gefunden hat. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mord an Jürgensen irgendwie im Zusammenhang mit Wrackplünderung steht. Und konnten Sie an der Stelle, an der wir Jürgensens Leiche gefunden haben, ein Wrack entdecken? Nichts. Ich habe alles studiert. Kein Wrack. Naja, es könnte aber auch sein, dass es ein Wrack ist, das auf den neuen Seekarten bereits nicht mehr verzeichnet ist. Viele Raubtaucher warten gerne so lange, damit sie es in aller Ruhe ausplündern können. Sie meinen, es könnte sich um ein Wrack handeln, das im Meeresgrund versunken ist? Ja. Naja, dann muss ich mir alte Seekarten besorgen. Ja, aber das kann auch ich für Sie machen. Ich weiß ja, wo die bei uns im Archiv liegen. Hey! Auf. Wie schwer ist es? Früh genug, um nochmal zum Wrack runterzugehen, den Rest raufzuholen, bevor es die Küstenwache tut. Bei der Küstenwache haben sie uns nach dir gefragt. Und? Ihr habt doch nichts erzählt, oder? Also, dann check deine Ausrüstung. Meine ist bereit. Du hast einen neuen Partner. Und? Dein Sponsor legt dann drauf. Egal, was drin ist, mein Risiko. Wenn es ein paar alte Wehrmachtshelme sind. Okay? Hey, ich habe mir auch geschworen, nie wieder eine Flasche umzuschnallen, aber es wäre doch schade, das Zeug der Küstenwache zu überlassen. Also komm schon! Hier haben wir die Leiche gefunden. Hier ist wirklich ein Wrack eingezeichnet. Da. Das ist ein Flugzeugwrack. Vielleicht finden wir hier einen Hinweis darauf, um was es sich dabei genau handelt. Soweit ich mich erinnern kann, ist für uns nur ein Flugzeugabsturz interessant. Und der war 1945.
Und sehen Sie mal, was an Bord vermutet wurde. Gold. Das ist auf jeden Fall ein Mord wert. Okay, was haben wir? Jörgensen und Hilge kannten sich. Jörgensen ist tot und Hilge ist spurlos verschwunden. Und an der Stelle, an der wir Jörgensens Leiche gefunden haben, liegt ein altes Flugzeugwrack. Außerdem waren auch noch Sven Karlsson und Lukas Hermann vor Ort. Stimmt. Wir müssen die beiden noch mal befragen. Ich rufe Kamp an. Ja, Kamp, hier Sander. Ich weiß, es ist noch ziemlich früh, aber jetzt sind Sie ja schon wach. Es geht um Folgendes. Line los, Abflug. Lukas, wir wollen noch warten. Ich kann nicht länger warten. Kannst du mir einen Tauchschein von deinem Anteil bezahlen in Australien? Ich kann es dir erklären. Ja, was willst du mir denn hier erklären? Los, los an Steuer. Bring uns zum Flugzeug und zwar fix. Meine Scheiße! Herr Herrmann! Was? Wir wissen Bescheid über das Wrack. Was für ein Wrack? Das Flugzeugwrack. Und auch über das Gold. Was für ein Gold? Jetzt hören Sie endlich auf zu lügen. Sie wissen ganz genau, dass da unten ein Teil des polnischen Staatsschatzes liegen muss. Oh Mist. Jetzt kapiere ich es langsam. Deshalb ist Hilge mit Sven auf und davon. Hilge ist auf der Charlotte? Ja, da liegt doch sein Motorboot. Pass mal auf, ich hab diesen Typen nicht umgebracht. Die Harpune gehört nicht mir. Das war Hilge. Der hat die ganze Zeit gewusst, wo wir getaucht haben. Und dann versucht, diese aus uns in die Schuhe zu schieben. Das wird sich noch rausstellen. Sie sind vorläufig festgenommen. Anna. Kommen Sie. Ja, Kapitän Sander, hier ist Kamp. Du hast die Harpune bei uns an Bord versteckt. Bring uns einfach so schnell wie möglich zum Wrack. Ist auch besser für deine Schwester, verstehen wir uns? Sie hat damit nichts zu tun. Jetzt stell dich nicht so an. Wenn wir vor Ort sind, mache ich sie schon los, okay? Und versuch nicht, mich zu linken, mein Junge. Jörgensen hat es auch versucht, ist ihm nicht gut bekommen. Im Grunde könnte sie mir sogar dankbar sein. Das Schwein wollte erst euch und dann mich umlegen. Hat keinen Sinn für Ehre und Kameradschaft, der Mann. Das ist mein Fund und den lasse ich mir von niemandem nehmen. Das ist wirklich unglaublich. Wenn die beiden nur billiges Zeug aus dem Wrack rausholen, liegt im Laderaum daneben ein riesiger Goldschatz. Die beiden haben keine Ahnung davon. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Hilge wird Sven wohl kaum am Leben lassen, wenn er das Gold hat. Die Charlotte meldet sich nicht. Das war klar. Und Karlsson? Kann ich nicht erreichen, weder zu Hause noch auf dem Handy. Versuch's weiter. Das war gestern nur eine Ausnahme. Wenn ihr das nicht klar... Sie hat noch nie unentschuldigt gefehlt. Das ist überhaupt nicht ihre Art. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Wir sind da, Hilge. Mach jetzt sofort meine Schwester los. Nichts lieber als das. Sag mal, Sven, kapierst du das nicht? Der will uns alle beide umbringen. Warum sollte ich? Ich brauche euch doch. Hilge, bitte lass sie. Halt's Maul! So, pass auf, ich erkläre das jetzt, ja? Hör gut zu. Vorsicht. Das ist ein Bewegungsmelder. Das ist eine Bombe. Das ist das kleine Mädchen. Bleibt das kleine Mädchen ruhig, nichts passiert. Bewegt sich das kleine Mädchen. Bumm. Kajüte kaputt, Mädchen kaputt. Verstanden? Soll ich es nochmal erklären? Okay, los. Schön entspannt.
Da, ich hab sie. Backboards. Niemand an Deck zu sehen. Ja, wahrscheinlich tauchen sie schon. Halten Sie direkt auf den Kutter zu. Sie bleiben hier, ich gehe mit Kampf und Norge rüber. Gut. Mit Bewegungsmelder. Es darf keiner Nikolito kommen. Ich hab verstanden. Lilly, bleib ganz ruhig. Helge ist mit Sven unter Wasser. Wir sind gleich bei dir. Da ist eine Ratte im Regal. Kai ist noch da. Folge, Waffe runter! Ihr hat Hilge den Bewegungsmelder eingeschaltet. Mit einer Fernbedienung. Und wo ist die? Die hat er mitgenommen. Nicht ran. Bleib ganz ruhig, Lilly. Kampf ist unten. Wir holen dich jeden Moment raus. Aber Kampf hat keine Ahnung von der Fernbedienung. Ruhig bleiben. Lilly, entspann dich um Himmels Willen. Ich geh runter. Es ist alles okay, Lilly. Denk an irgendwas Schönes. Denk an... Kai, ich kann nicht mehr. Jorge! Jorge! Lilly!
Ich... Zuerst. Ich habe Scheiße gebaut. Stimmt. Wollen wir... Bitte. Nochmal bei Null anfangen? Gut, dass Sie gleich gekommen sind. Das hat ihm sicher geholfen. Hallo Jan, ich bin's. Alles klar, danke. Das war Wolfgang. Kapitän Ehlers ist wieder stabil. Ist er aufgewacht? Noch nicht, aber es sieht ganz gut aus. Tja, dann gewöhnen Sie sich besser nicht an mich. Keine Angst. Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen, offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Ja, immer noch da. Ich dachte, dass er vielleicht aufwachen würde, aber ich muss jetzt leider zum Dienst. Wenn sich sein Zustand verändern sollte, werde ich Sie umgehend anrufen. Ihre Nummer habe ich ja. Danke. Fertig, jetzt steht eine Abreise ja wohl nichts mehr im Weg, ne? Jürgensen? Dieser Dreckskerl. Sein.
Beide vor, beide zurück, beide stopp. Mein Gott, der kriegt noch nicht mal einen vernünftigen Satz raus. Immer nur Kommandos. Der junge Herr ist eben keine Plaudertasche. Die haben den Elas schon längst abgeschrieben. Sander. Du bist. Nein, natürlich freue ich mich, dass du anrufst, Clara. Hör mal, sorry wegen gestern, aber die machen es mir hier nicht gerade leicht. Elas hier, Elas da. Ich habe ihn ja schließlich nicht über Bord geworfen. Verdammt nochmal, Lukas, jetzt halt endlich an! Aber was zum Teufel wollte der Typ von uns? Wo soll ich das wissen? Wenn mir so ein Typ mit der Klare vor der Nase rumfuchtelt, glaubst du, ich frag dann lang nach? Der wollte uns umbringen! Oder? Wir fahren zurück. Was ist, wenn der Typ noch da ist? Klar, der schwimmt da gemütlich rum und wartet auf uns. Wir brauchen den Stert. Ich will nicht, dass jemand weiß, wo wir getaucht sind. Wir fahren nicht zurück! Warte mal, wir haben gestoppt. Hört ihr mich? Lukas, Sven, könnt ihr mich hören? Hier, Lukas, was gibt's, Helge? Seid ihr vor Ort? Ja, was denn los? Da ist ein Verrückter auf dem Weg zu euch, der ist scharf auf eure Beute. Macht euch lieber vom Acker. Und zwar fix, der Mann ist bewaffnet. Beeil dich! Wir müssen weg! Was ist denn los? Ludwig, ich schicke ihn dir in einer Woche vorbei. Du wirst sehen, der Junge ist in Ordnung. Okay, mach ich. Tschüss. Du hast gehört. In einer Woche kann dein Bruder auf der Werft beginnen. Oh, herzlichen Dank, Wolfgang. Dass er mir keinen Blödsinn macht. Ach, Quatsch. Sven wird sich mit Sicherheit unheimlich freuen. Gibt's was Neues von Elas? Nein, das war nicht, Holger. Ich war vor einer Stunde im Krankenhaus. Ich habe mit der Ärztin gesprochen. Sein Zustand ist noch immer unverändert. Solltest du nicht.